Das Studio 47 Wochenupdate. Ganz herzlich willkommen. Wir haben für Sie die Themen der Stadt in 5 Minuten. In dieser Woche setzten die Stahlbeschäftigten in Duisburg wieder ein Zeichen. Nicht nur die Stahlkocher von ThyssenKrupp Steel, sondern besonders auch die von HKM. Die Hüttenwerke Krupp Mannesmann sind nämlich in Sorge, da Thyssen die Anteile verkaufen will. Die Hüttenwerke Krupp Mannesmann im Duisburger Süden sind mit ihren rund 3000 Beschäftigten ein wichtiger Teil der Stahlsparte von ThyssenKrupp. Denn der Konzern hält 50% am Unternehmen. Doch das könnte sich bald ändern. ThyssenKrupp will seine Stahlproduktion drosseln. Deswegen werden wohl Stellen gestrichen werden müssen. Auch bei HKM fürchtet man um Arbeitsplätze. Die Ungewissheit darüber, wie es weitergeht, macht den Stahlkochern zu schaffen. Ja, Unsicherheit in der ganzen Belegschaft. Also das sieht man ja an jedem Standort von ThyssenKrupp, aber auch von der HKM. Wir sind alles Stahlarbeiter, um die es gerade geht. Wir halten hier zusammen. Man sieht das ja hier. An jedem Standort wird die Solidarität ausgesprochen, sodass wir um jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpfen. Aber natürlich ist jetzt die Situation so angespannt, wo es auch vielleicht darum geht, Werke zu schließen, Produktionen, also Kapazitäten rauszunehmen, wo wirklich jeder Beschäftigte einfach auch die Angst fürchtet, seinen Job zu verlieren. In dieser Woche machte aber auch noch eine ganz andere Meldung die Runde. Die geplante Deponie auf der Halde Lohmannsheide zwischen Moers und Duisburg wurde von der Bezirksregierung genehmigt. Die Kommunen sind dagegen, auch Parteien stellen sich derzeit dazu auf. Aber allen voran der BUND kritisiert die Pläne. Die Halde Lohmannsheide zwischen Duisburg und Moers. Hier könnte sich das Bild in den nächsten Jahren deutlich verändern. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Genehmigung für eine Mülldeponie auf dem Gelände erteilt. Diese Entscheidung stößt auf große Kritik des BUND. Die Duisburger und Moerser Ortsverbände befürchten dramatische Auswirkungen auf die Umwelt. Der Grund dafür liegt in den Altlasten der Halde. Also ich sag mal, das Problem bei der Deponie genau auf dieser Halde ist, also ich sag mal, es geht nicht um den Bauschutt, der da drauf soll. Das ist DK1, das ist jetzt nicht das Problem, sondern das Hauptproblem ist einfach die Vornutzung der Halde. Das war ja mal ursprünglich eine Auskiesungsfläche. Dann hat man da eine Mülldeponie draufgesetzt auf dieser Auskiesungsfläche. Da wiederum wissen wir, dass da auch einiges illegal verklappt worden ist. Die Stadtranderholung ist für viele Kinder ein wichtiger und vor allem unterhaltsamer Teil der Ferien. Auch in diesem Jahr haben sich die zahlreichen Standorte ein buntes Programm mit Spiel und Spaß überlegt. Auch die Mühle in Friemersheim mit dem Thema Unterwasserwelt. Ferienzeit ist kostbare Zeit für Kinder, doch nicht alle Eltern können ihre Kinder ganztägig betreuen. Die Stadtranderholung bietet seit 72 Jahren eine wichtige Unterstützung. Insgesamt gibt es 19 Standorte in Duisburg. Dabei hat jeder Standort ein anderes Motto. Die Mühle hat sich in diesem Jahr für das Thema Unterwasserwelt entschieden. Das Programm wird deshalb rund um das Thema gebaut. Zusätzlich haben wir auch noch für das Spezi-Programm thematisch an die Unterwasserwelt das dann auch angepasst, indem wir auch viel Wert auf Upcycling nehmen, auf ja, Angebote, die auch zum Thema Unterwasserwelt natürlich passen. Um den Kindern quasi auch dahingehend zum einen das Thema der Unterwasserwelt näher zu bringen, die ja meistens relativ ja, außerhalb unserer Augen passiert und gleichzeitig auch das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen nochmal in den Vordergrund zu rücken. Und vom Spaß für Kinder kommen wir jetzt zum Spaß für Erwachsene, zumindest für einige Weinliebhaber. Denn das Duisburger Weinfest ist wieder gestartet mit zahlreichen Winzern und leckeren Weinen. Leider war das Wetter zum Start nicht perfekt, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Weißwein, Rotwein, Rosé und Sekt. Das Duisburger Weinfest lädt auch dieses Jahr zum Genießen ein. Am 1. August-Wochenende präsentieren Winzer ihre edlen Tropfen. Gebuchte Weinproben sind wieder möglich. Besucher können sich selbst durch die Stände der Weingüter probieren. Die Freude bei Gästen und Winzern ist groß. Auch Lukas vom Weingut Dorst ist wieder dabei. Nee, wir kommen schon seit vielen Jahren hier nach Duisburg. Ich glaube, seit fast 12 Jahren ist mittlerweile und es ist immer ein tolles Fest. Es kommen viele Stammkunden mittlerweile, es gibt immer wieder ein paar neue Kunden, die kommen. Und es sind sehr weininteressierte Leute, die Duisburger, denkt mir gar nicht. Ja, wir haben eine relativ große Auswahl, wir machen Sekt selber. Also Sekt ist bei uns ganz beliebt, was Besonderes. Und wir haben so ein neues Weißwein-Cuvée, das heißt Doppeltes Lottchen. Das ist extrem fruchtig, hat ein bisschen Restsüße. Das ist definitiv empfehlenswert jetzt im Sommer. Und das war's schon wieder mit dem Studio 47 Wochen-Update. Aber wir haben noch so viel mehr. Weitere News und Geschichten unter studio47.de und natürlich in unserem TV-Programm, täglich 24 Stunden aus der Region.
Machen Sie es gut und tschüss aus Kasslerfeld.